Wir tanzen in unserer Münchner Gruppe für Human Tanz seit September 2022 einmal im Monat mit ungefähr 15 Tänzerinnen und Tänzer einen freien Ausdruckstanz auf die 13 Themen der Human Suite von Helge Burggrabe. Dabei lassen wir in jedem Moment entstehen, was ich zeigen will, in Resonanz mit der Musik und in Resonanz auch mit den Themen. Und wir beziehen auch Auszüge aus dem Buch Menschlichkeit jetzt mit ein, die auch ihre Wirkung in uns und in unserem Tanz entfalten.
Das Tanzen verbindet mich immer wieder mit mir selber und mit den anderen Mittänzerinnen und Mittänzern. Und das freut mich sehr, sehr, sehr. Ich bin allen Beteiligten sehr, sehr dankbar, hier mit meinem Körper mich ausdrücken zu können. Menschenrechte. Hat man schon mal gehört, vor allem in der Schule. Aber mit dem Tanzen, dann ist es einfach nicht mehr im Kopf, sondern es ist im ganzen Körper. Es ist im Herzen. Es ist einfach, bin ich ganz, der das erfahren kann, was es heißt, frei zu sein oder nicht frei zu sein. Ein Dach über dem Kopf zu haben oder nicht. Kreativ sein zu können. Oder nicht. Und das ist eigentlich das große Geschenk, das wir hier mit diesem Tanzen bekommen haben. Und danke Helge Burkhabe für die Musik, die er da gemacht hat. Danke. Ich habe einen ganz besonderen Dank an den Helge Burkhabe und auch an Loranna, unsere Initiatorin, für dieses Projekt, die vor knapp anderthalb Jahren mit uns Monat für Monat begonnen hat, die Menschenrechte zu tanzen. Für mich war das am Anfang so ein riesengroßes Ding, wie die Liebe oder das Leben ehren oder irgendetwas Großes. Und ich habe immer darauf gewartet, wie ich da reinkommen kann, weil es hat sich jedes Mal für mich nach etwas ganz Tiefen Persönlichen angefühlt. Und heute war es in einer ganz besonderen Weise eine tiefe, tiefe Freude, in dieser Gemeinschaft hier das Tanzen zu dürfen. Ich habe jetzt über ein Jahr lang mit all den meinen Kolleginnen und Kollegen getanzt und ich möchte sagen, dass dieses Feld, das wir ertanzt haben, getanzt haben, für mich sich immer weiter vergrößert hat. Wir haben jedes Mal mehr Stücke geübt, getanzt und die Art und Weise, sich mit den Menschenrechten einfach über den Körper, über den Tanz, die zu erfahren und zu erleben, das war für mich ganz wunderbar und großartig. Ich hätte das mit Lesen oder mit intellektuell nie erfahren können. Und ich kann jedem Menschen nur empfehlen, mit dieser wunderbaren Musik sich einfach bewegen und bewegen zu lassen, dass diese Musik mit dem, was sie transportiert, mit den 13 Prinzipien, das Herz erfüllt und die Seele aufmacht. Und wenn man das natürlich auch noch die Möglichkeit hat, mit anderen Menschen zu machen, ergibt sich da ein wunderbares Feld. Und es macht in einer Weise stark in dieser Welt, die so schwierig ist, doch etwas zu bewirken für sich selbst und auch für andere.